was geht, Geist hier? Ich hab diese Abom... halt diese Missgeburt von Spielen in meiner Bibliothek gefunden. Ich kann's nicht mal leiser machen. Ich kann's nur auf Deutsch, Englisch und Japanisch stellen. Ich spiel's mal auf Deutsch. Und ich dachte mir, komm, Mann, dann probieren wir dieses Ding mal aus. Ich hab keine Ahnung, was es ist. Und some Pigeonation. Gib meinen Rufnamen ein, Hiyoko. Nein, Digga. Geist? Gott, Digga, kannst du noch mal lauter? Kannst du bitte noch lauter sein, Game? Weil ich... Ein Glück habe ich an meinem Headset so Sachen, um leiser zu stellen. Denn ansonsten wäre es scheiße. Mein Familienname ist, ist Geist, ne? Ja, korrekt. Ja, es ist korrekt. Geist der Vorname, das Geist der Nachname. Selbst die vogelhaftesten Vögel. Das wird Spiel. Menschliche Porträts anzeigen. Ja, zeig mir menschliche Porträts. Ja, zeig mir Menschen. Was ist das für ein Spiel? Wieso habe ich 4 von 8 Federn? Schon ein ganzes Jahr ist es her, dass ich mein normales Leben aufgegeben habe und durch dieses Tor geschritten bin. Ich sollte hinzufügen, diese Schule ist vor allem für eines bekannt. Die Schule ist Japans, nein, der weltgrößte Sammelplatz für die begabte Vogelwelt. Alles klar. Ob gefiederte Schüler, die Künste, die Wissenschaften oder sogar Sport studieren möchten, alle kommen sie nach Sun Pigeonation. Lehrer und Schüler sind eine bunte Mischung von Vogelwesen mit unterschiedlichster Herkunft und Art. Also, Bruder, okay, ich werde oft gefragt, warum ich hierher kam, obwohl ich kein Vogel bin. Warum bist du hier? Das ist eine lange Geschichte. So, in einer bin ich gar nicht gewohnt von dir. Ryuta! Du bist so eine Taube! Normalerweise wärst du zwischen schon eine Stunde lang fertig, Geist. Ja, wir schlafen natürlich, wie immer. Ich schlaf gern. Dieser Felsentäuber heißt Kawara Ryuta. Unsere Freundschaft begann, da war er kaum aus dem Ei geschlüpft. Es ist jetzt ein Mensch oder ein Vogel? Er ist manchmal ein bisschen frech, aber sonst verantwortungsbewusst und nett. Noise! Ich musste mich heute ganz schön abrackern fürs Frühstück, aber ohne rotes Fleisch im Magen kann ich mich nicht entspannen. Seit wann ist kaum rotes Fleisch? Das Leben als Jägerin und Sammlerin klingt schwierig. Ich würde dir gerne mal Frühstück machen, weißt du? Hörst du jetzt mit mir oder was bin ich für Chaya? Kann gut sein, dass ich dich vom Wort nehme, falls ich sonst verhungern müsste. Danke, Ryuta. Ich bin eine Frau. Ja, warum nicht? Oh, es klingt schon. Schnell, wir müssen zum Unterricht. Bis am ersten Schultag zur Spitze kommen wäre nicht gut. Ja, wär's auch nicht. Ryuta zieht mich hinter sich her in die Schule hinein. Heute fängt ein neues Trimester an. Ich frage mich, was es für uns bereithält. Trimester? Der ist doch 4 Monate. Letztes Jahr musste ich mich erstmal eingewöhnen. Dieses Jahr sollte ich jede Menge Spaß nachholen. Ja, ein bisschen Spaß nachholen. Dir kann nur sagen, könnte wieder Tauben von Tauben und für Tauben. Was ist das für ein Scheiß? Ein Herz für Tauben. Das ist so weird. Kann ich weitermachen, danke. Ich glaube, wir sind 2-3. Ryuta und ich gehen wieder in dieselbe Klasse. Klassen in Japan sind aufgeteilt nach Räumen. Jeder Raum ist eine Klasse. Soweit ich weiß. Soweit ich das Anime ist. Alte Gesichter, neue Gesichter. Eine seltsame Spannung erfüllt mein Herz, als ich meinen Blick in die versammelte Vogelrunde schweifen lasse. Ich hoffe, wir werden uns alle vertragen und ich wünsche uns, dass wir viele schöne Erinnerungen sammeln. Oh, da ist der Lehrer. Guten Morgen, meine Lieben. Das ist ein Vogel. Ich bin Nanaki Kazuaki. Ich scheine dieses Jahr Ihr Lehrer zu sein. Ach, scheinst du, ja? Meine Spezialgebiete sind Mathematik und Physik. Und sonst noch einiges. Da schläfst du selber schon ein. Hey, Nanaki, wachen Sie auf. Sie stehen vor Ihrer Klasse. Ich schläfe mit offenen Augen. Ja, das kann ich auch, Alter. Was ist das für ein Typ? Na, komm. Kazuyaki Nanaki. Dieser Wachtelhahn ist Nanaki Kazuaki. Der Mathematikprofessor ist berühmt für seine narkoleptischen Anfälle. Ein Narkoleptiker, der stellt einfach mal so random ein. Die Gerüchte hatte ich gehört, aber dass er tatsächlich einfach so einschlafen würde, als Mathematiker scheint er sehr bekannt zu sein. Was mal wieder zeigt, dass ein großer Verstand in jeder Form daherkommen kann. Ja, es ist ein Vogel. Es tut mir leid, es ist nicht ein wenig warm hier drin?
Ach übrigens, wir haben einen Austauschschüler. Stellen Sie sich vor, Shirogane. Wozu denn das? Zum V? Was bist du denn? Ich sehe keine Veranlassung, zu gewöhnlichem Volk zu sprechen. Glauben Sie ja nicht, sei hier, weil es mein Wunsch ist. Was bist du für eine arrogante Furt? Nun ja, so viel dazu, schätze ich. Denke ich auch nur so, was ist denn das für eine Furt? So geht das nicht! Aber er möchte sich nun mal nicht vorstellen, es war doch eben eine Sie. Aber wir dürfen ihn nicht einfach die Regeln missachten, dass Professor unterbricht das System zusammen, werden alle zu Kulaken und Dissidenten. Was ist das für ein Spiel? Nun ja, wenn Sie das so sagen, können Sie es wenigstens Ihren Namen nennen, Shirogane. Shirogane Le Belle Sakuya. Le Belle, also der Schöne auf Französisch. Dieser Pfautäuber ist also Shirogane Sakuya. Auf sein Gefieder wäre jeder Vogel stolz. Er trägt seinen Schnabel ganz schön hoch. Andererseits hat man nicht leicht als Austauschschüler. Ich hoffe, wir werden Freunde. Sakuya setzt sich seine Blicke durch Sporn Ryuta und mich wie Dolch. Ich glaube, dieser kleine Vogel will mir sagen, dass es Ärger geben wird. Wer soll mir der Pfau noch Ärger machen? Wer soll denn das hier? Ist schon Mittagszeit? Heute geht alles so schnell. Er fällt mir ein, ich hatte diese Bücher den ganzen Sommer lang ausgeliehen. Ich werde sie jetzt zurückbringen. Top! Wo sind denn alle? Die Rezeption ist zwar besetzt, aber sonst ist so gut wie kein Schnabel da. Ist ja nicht geil, hm? Nimm mich da irgendjemand an? Alter, wahrscheinlich bilde ich mir das bloß ein. Bist du auch paranoid schizophren wie bei Rise of Insanity oder was? Oder auch nicht, da steht ein Trauertäuber in einer dunklen Ecke und starrt zu mir rüber. Was zum Fick ist ein Trauertäuber? Ist da alles Taubenarten oder was? Trauertauber? Trauertauben sind in Japan eher selten, aber in Amerika scheint es sie überall zu geben. Wolltest du irgendwas von mir? Er schaut weg. Nicht wirklich. Ich bin ziemlich sicher, dass er es war, dessen Blick ich gespürt habe. Sonst ist auch niemand hier. Bist du sicher? Ja, von dir will ich nichts, Digga. Verpiss dich. Alles, was du dabei hast, interessiert mich. Er schaut auf den Tisch, als wolle er sagen, jetzt beeil dich und gib sie endlich ab. Oh, sorry. Die waren mir ein bisschen zu dick und ich hab sie nie ausgelesen. Hast du den ganzen Sommer drauf gewartet? Wortlos schaut er wieder auf sein Buch. Wer schlechte Laune hat? Ich glaube, er ist einfach nur schüchtern. Ich bin Disguise Geist. Ich hab zu Felix zu früh getroffen. Wer bist du? Akeki. Fujishiro. Sorry. Fujishiro, ja. Ich bin... Ah nein, nicht skippen. Lass mich in Ruhe. Er liest wieder in seinem Buch. Okay, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Ja, scusi, Digga. Heute gehe ich allen auf die Nerven. Er scheint fein so, ne? Es wäre erledigt, also werde ich mal wieder ins Klassenzimmer gehen. Moment, ist das nichts? Man hätte dir sagen sollen, dass du mich in der Schule nicht anzusprechen hast. Was ist das für ein Vogel? Komm schon, Sakuya. Sagt man so etwas zu seinem eigenen Bruder? Nach all den Jahren? The fuck? Ist das mein Bruder oder was? Mein Bruder? Du bliebst doch wohl zu scherzen, du bist nie mein Bruder gewesen. Bitte versuch mich nicht noch einmal anzusprechen, ich habe keine Zeit für Kuckucksbrot. Jetzt muss ich los. Ach, die beiden sind Brüder, okay. Hey, jetzt warte doch! Ich schätze, selbst wenn wir nun in der gleichen Schule sind, was passiert ist, ist passiert. War scheiße geworden, oder was? Ich wollte nicht lauschen, aber ich glaube, ich habe da gerade etwas Spannendes mitbekommen. Der extrem beliebte Trendsetter und Frauenschwarm Sakazaki Yuya ist Sakuyas Bruder. Was da wohl für eine Geschichte dahinter steckt? Junge, einfach sozialer Komplott mit Tauben. Du hast alles gehört, stimmt's? Bist du eine Freundin von Sakuya? Es tut mir leid. Nein, ich bin ein Mann. Ich bin Mensch und Freund. Ich wollte euch nicht belauschen. Scusi. Aha, kein Problem. Ich versuche ja immer sexy und charmant drüber zu kommen, aber das war wohl nicht gerade sehr cool. Ey, was halt wirklich... Dieser Pfautäuber ist Sakazaki Yuya aus der Oberstufe. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, er ist in der Schule ganz schön berühmt, besser gesagt berüchtigt. Jeder hat schon von ihm gehört. Du bist Geist, richtig? Jo. Woher kommst du? Wer weißt du? Ich kenne alle hier, außerdem bist du der einzige Mensch. Ja, ich meine, das ist die einzige Mondblume im Roggenfeld. The fuck, flirtest du mit mir? Digga, du bist eine Taube. Du bist also eine Freundin von Sakuya. Kann man so nicht sagen, wir sind heute Morgen ziemlich aneinander gerasselt. Wir gehen in dieselbe Klasse, mehr nicht. Ich hätte nie gedacht, dass dieser arrogante Mächtigen-Aristokrat dein Bruder ist. Schwester! Es war Schwester! Mächtigen-Aristokrat. Er ist ein echter Aristokrat, wasch echt mit Haut und Federn.
ey, könnt ihr euch mal entscheiden, ob eure Charaktere männlich oder weiblich sind, weil es nervt. Erst war es eine Schwester, dann war es der Bruder, dann ist eine Schwester, dann ist der Bruder. Erst sind wir weiblich, dann sind wir männlich. Sind wir männlich, dann sind wir weiblich. Sind alle transsexuell oder was hier? Transsexuelle Taubenschule oder wie? Er ist ein bisschen nervig, aber also viel Glück, mon ami. Adieu! Ja, ciao, Digga. Vogel ist tatsächlich adelig. Ich habe Alex noch nie gehört, dass Julia es ebenfalls wäre. Scheint etwas verzwickt. Was ist das für ein Spiel? Das war's für heute. Geben Sie gut auf sich acht. Yippie! Herr Nanaki, wo ist Ryuta? Er sagte, er wolle zur Krankenstation. Vielleicht sollten Sie nachsehen, ob er noch dort ist. Soll ich drüber nachdenken? Ryuta ist schon immer ein Schwachmagen. Ich gehe lieber mal in die Krankenstation und sehe nach ihm. Ja, dann guck mal nach ihm. Verzeihung! Niemand da? Es schläft niemand hinter den Vorhängen und der Doktor ist auch nicht da. Mein Jäger- und Sammlerinstinkt verrät mir, es ist nicht ein Schnabel im Raum. Nein! Ryuta! Keine Antwort. Die Krankenstation ist leer. Sonderbar. Ob er schon heimgegangen ist? Mach mich etwas nervös, in diesem leeren Raum herumzuspionieren. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich bin noch nicht oft hier gewesen. Im Gegensatz zu Ryuta bin ich kerngesund. Boah, die haben ja jede Menge Medikamente hier. Ja, bedien dich! Ethylpar, was auch immer, Triefe, Auweia, Benze... Boah, was? Benzedron oder was ist das? Was hat der da? Was bewirken die überhaupt? Möchten Sie es herausfinden? Doktor! Ich kann Ihnen alles Mögliche verabreichen, wenn Sie möchten. Ah, der klingt nach dir nach Apotheke. Apotheke war ein Apotheker, den ich mal kannte. Der hat immer alles aus seiner Apotheke verkauft. Egal was, konnte Kodin bei dem kaufen. So ist die Scheiße. Naja, aber das war mal. Jetzt ist Apotheker kein Apotheker mehr. Dieser Repan ist Iwamine Shu, der Schularzt. Er ist ein echt unheimlicher Typ und genießt bei den Schülern keinen besonders guten Beruf. Shu Iwamine. Jeder weiß, dass man nur mit ihm zu sprechen braucht, und schon kriegt man einen Schimmelpilz, eine Papageienkrankheit oder sogar noch Schlimmeres. Ah ja, okay. Ich hab ihn nicht mal zur Tür hereinkommen hören. Ninja-Doktor? Ninja? Bei dem Buddy? Brudi. Der kann doch nicht mal auf Zehenspitzen laufen, als wenn er will. Das ist, wenn er auf Zehenspitzen läuft, dann macht Pum, Pum. Ja, dann muss doch Stewie Griffin muss hinter dem mit der Tuba herlaufen. So fetzt dieser Vogel. Sie sehen nicht aus, als hätten sie einen guten Grund hier zu sein. Brauchen sie irgendwas? Ich brauche meinen Bratan. Ich habe gehört, Ryuta Kawara aus der zweiten Reise hier. Der ist schon weg. Oh. Warum ist der mich nicht abgeholt gekommen, bevor er nach Hause ist? Verzeihen Sie die Störung. Ich gehe dann jetzt. Ja. Endlich aus dieser. Raus aus der Höhle des Bösen. Warum Höhle des Bösen? Ryuta ist schon heimgegangen. Was mache ich jetzt? Nach Hause gehen, würde ich mal sagen. Im letzten Jahr bin ich gar nicht dazu gekommen, einen Club beizutreten. Vielleicht sollte ich mir mal ansehen, was alles angeboten wird. Ich glaube, es gibt Baseball, Fußball, Leichtathletik, Kendo, Vogelzug, Vogelbeobachtung. Wozu gibt's Vogelbeobachtung, wenn ihr alle Vögel seid? Das ist doch eigentlich nur spannend, oder? Basketball als Vogel, Fußball als Vogel, ehrlich? Wie soll das funktionieren? Oder Kendo? Das ist Kampfsport. War da noch etwas? Na egal, ich fange mit Leichtathletik an. In der Mittelschule hatte ich Lauftraining und es ist immer lustig, den Vögel beim Rumhüpfen zuzusehen. Ja, ich meine, da soll ich auch gewinnen, ne? Und der Clubbaum ist im Erdgeschoss irgendwo an der Seite. Draußen kriegt eine weiße Taube gerade einen Futter. Das ist doch kein Pudding für einen Mann. Ja, das ist klar, wenn du meinst. Okusan lässt ihn zurückgehen. Das ist eine Lüge, eine üble Fälschung. Er hüpft auf einem zertrampelten Pudding herum. Das ist aber nicht sehr nett dem armen Pudding gegenüber. Ja, finde ich aber auch. Aber mit Essen spielt man nicht. Essen frisst man. Das ist Okusan. Er sieht nicht gerade so aus, aber anscheinend ist er eine Pfautaube. Ach, Digga, wie viele scheiß Arten von Tauben gibt's eigentlich an dieser Schule? Wie dem auch sei, es voll in Fahrt. Grrr! Man hat Okus anscheinend nicht getäuscht. Elender Betrug. Ja, beruhig dich mal, Digga, ist nur ein Pudding. Betrug? Grrr, grrr, grrr! Okus hatte angeordnet, dass Neuzugängern Pudding gerecht werden sollte. Oh, grrr, aber das hier ist doch kein Pudding. Schmerz wurde er verraten und verkauft mit Füßen getreten von denen, in die er sein größtes Vertrauen gesetzt hat, hätte. Hä, was ist mit dem scheiß Pudding jetzt los? Er ist zertrampelt und schmutzig, aber das Zeug unter seinen Füßen sieht aus wie ganz normaler, handelsüblicher Pudding. Was stimmt denn nicht damit? Der meine ich auch. Spare den hohen junge Dame. Ey, was bin ich jetzt? Bin ich männlich? Bin ich weiblich? Okusan setzt Schwingenangriff ein, er ist super effektiv.
Ren den Tag bereuen, da sie Okusan verärgert haben. Er lässt sie auspeitschen, hängen und beim Morgengrauen erschießen. Ja, das tut er. Komm mal wieder runter, Digga! Okusan muss jetzt trainieren, um wahren Pudding zu erhalten. Ne, wohl. Scheiß Psychopath. Ist ein guter Läufer, aber das hat Pudding mit der Leichtathletikmannschaft zu tun. Ach, Brudi! Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht, Mann. Und so endet Tag 1 meines zweiten Trimesters in St. Pigeon Nation. Ich habe 4 von 11 Federn. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesen Federn machen kann. Ob ich die bekomme. Oder ist es Tag 11 oder was? Ich denke, wir wollen heute den Klassenrat wählen. Sie alle wissen, es ist an dieser Schule nicht Pflicht, ein Amt zu übernehmen oder einen Club beizutreten. Sie können es tun, wenn sie möchten, aber wenn sie nicht, dürfen sie nach der Schule nach Hause gehen. Okusan hat Zeit für die Leichtathletikmannschaft, habe ich verstanden. Das ist gut, was mit Ihnen, Shirogane? Was höre ich der Frage? Ich habe bereits eine Position hier. Okay. Ah ja, richtig, sie wurden bei ihrer Aufnahme in die Schule ja Schülersprecher. Schülersprecherin, oder? Schülersprecher, wenn du ein Typ bist. Aber ihr macht die ganze Zeit die Pronomen falsch. Was ist los mit euch? Glatter Nepotismus. Wird denn hier nicht gewählt? Das heißt auch nicht Nepotismus, oder was auch immer. Antidemokratisch halt. In die Schule zu gehen reicht mir vollkommen. Ja, man, du musst ja ganz allein um deine Mutter kümmern und so. Was Schule machen sollte. Ich mach mit. Schülerrat beim Leichtathletik-Team beim Bibliothekspersonal. Boah, ich denke mal mit. Das erste Mal, dass ich mich über was entscheiden kann. Ich gehe zum Leichtathletik-Team, weil das wollte der eh. Ich meine, Schülerrat kann ich widersprechen. Ich meine, Zahn mag uns nicht, also. Ich mach den Klassensprecher, komm. Heute ist Wahlfachtag, was soll ich machen? Ich hab Werte, ich hab Vita, Charakter und Wissen. Okay. Also, da ich ja schlauer werden muss, weil ich ja hier ein bisschen Allrounder werden, brauche ich ja Dinge, ich brauche für Spürsprecher, was brauche ich denn? Vitalität habe ich 800, das reicht. Der Wissen habe ich nicht so viel, Char habe ich 80, ich brauche Wissen. Ich brauche das Wissen. Herr Nanaki ist wieder mal eingenickt, aber der Unterricht war trotzdem irgendwie gut. Ich fühle mich schon viel schlauer. Ja, das ist ja geil. Wird auch was upgradet? Geist ist aufgestiegen. Wissen erhöht um 5. Top. Top. Ich war ziemlich sicher, dass ich da rein wollte, aber was genau macht dein Schülerrat auch gleich? Wir haben die Abstimmung übersprungen. Ich glaube, nur Sakuya und ich sind beteiligt. Auf jeden Fall hat er eine Ratssitzung einberufen, also gehe ich zum Schülerratskonferenzraum. Land meine Lippen tun mir langsam weh von vielen Reden. Das sieht ja aus wie das Büro eines Firmenchefs. Selbstverständlich. Glaubst du, ich gebe mich mit weniger zufrieden? Eigentlich auch nicht, ja, du bist ein V. Hallo Sakuya, also alles erledigt? Ha. Dieser Raum war unglaublich schmutzig. Eher was für Dreckspatzen als für uns. Was für ein Großkotz. Hast du dich schon entschieden, welches Amt du übernimmst? Ich darf mir das selbst aussuchen. Wer soll es denn sonst für dich aussuchen? Blöder Japaner. Bist du nicht auch Japaner, Sakuya? Beleidige mich nicht, ich bin Franzose. Ja, Le Belle, hab ich doch gewusst, Alter. Ein adliger französischer Vogel klingt appetitlich. Ja, Mann. Ich dachte, da muss ich mir jetzt ein Amt aussuchen. Ich glaube, ich wäre gerne... Was wäre ich denn gerne? Ja, komm. Sakuyas Stellvertreterin, die Schatzmeisterin... Schriftführerin. Ich mach die Schatzmeisterin, Digga. Ich hau da das ganze Geld. Kommst her und dann so einen Job anzustreben, das ist nicht akzeptabel. Wo ist dein Ärger? Traust du dich nicht mehr zu? Du hast doch mehr Rückgrat. Vielleicht stellvertretende Sprecherin? Okay. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Aufgenötigt, ja. Genau, es wurde aufgenötigt. Wollte ich gerade sagen. Das ist ja niemand mehr im Schülerrat, oder? Ja, das war das Treffen, oder? Ach, zu Hause zu sitzen ist so entspannt. Oh, morgen ist ja Wandertag. Muss ich etwas vorbereiten? Wir gehen nicht weit. Es ist also nicht unbedingt nötig. Gesund zu leben ist das Wichtigste. Ich werde jetzt ein paar Udon-Nudeln essen und schlafen gehen. Udon-Nudeln sind diese fetten Nudeln. Heute ist Wandertag. Wir machen gerade Rast auf einem Hügel. Mit wem unterhalte ich mich denn mal?
Ich rede mit... Sam kann mich nicht ausstehen. Kazuaki ist mir irgendwie gruselig. Ryuta mag mich schon. Hätte ich mit Ryuta oder Sakuya? Ach komm, hit mit Ryuta. Ja, lass uns gemeinsam essen. Klar, toll aus, ich was. Hm. Ist dein Mittagessen, Geist? Yep, ein kalorienreduzierter Müsli-Riegel. Ziemlich traurig für einen Pickel. Nein, gar nicht. Ein großer Mann hat mal gesagt, das sei die Ambrosia der Götter. Großer Gocke, wenn du so wenig isst, brichst du uns auf den Heimweg am Wegesrand zusammen. Hier, kannst du bei mir mitessen. Ehrlich, wow, danke Ryuta. Ja, korrekt, ich weiß. Ja, Mann, Mysteriegel wird sich für den Notfall aufgehoben. Das ist ja richtige Story-Gameplay. Heute ist Wahlfachtag, was mache ich denn nun? Ich wähle. Also meine Wattvitalität ist Babinski immer noch mit 800. Mein Charakter hat Charme ist auf 5. Wissen auf 6. Ich brauch glaube ich Charme. Heute ist Musikgeschichte dran. Ich kenne auch eine Musikgeschichte. Er begrüßte sie höflich, dann nahm er sie mozartig beim Händel, führte sie an den Bach. Alles klar. Ich frage mich, wie sich diese Perücken angefühlt haben. Die Musiker sehen aus, als hätten sie Schneehühner auf den Köpfen. Zu die großen Meister verhöhnen, du plebejische Philisterin? Geist ist aufgeschrieben, Charisma erhöht um 5. Genau, das ist Charisma. Ich war ja Schülersprecher, also brauche ich Charisma wahrscheinlich. Schatzmeister brauche ich vielleicht Wissen, stellvertretend. Ich brauche Charisma. Ich will Schulsprecher werden. Schulsprecherin. Ich nehme an, Sie sind sich dessen voll bewusst, aber Sportfest steht praktisch vor der Tür, bitte überlegen Sie sich, was Sie tun möchten. Schon Zeit für ein Sportfest? Wenn es im Herbst wäre, gäbe es Konflikte mit dem Kulturfest, deshalb war es schon immer im Mai. Im Mai? Wir haben das Trimester doch gerade erst angefangen. Wir haben jetzt schon Mai, what the fuck? Was wirst du machen, Ryuta? Ich habe mich noch nicht entschieden, wahrscheinlich Dreibeinrennen. Irgendwer muss sich opfern. Okosan macht den Marathon. Ja, das tut er. Ist ja auch sehr ausdauernd, Okosan. Was ist mit dieser Kuya? Ja, du nimmst natürlich nicht teil, Alter, du arroganter Pisse. Ein Sportler, gibt es eine Disziplin, bei der man nicht rennen muss? Ja, gibt es. Erst mit Cheerleader. Ein Leader ist immer ein Anführer, sehr gut. Das könnt ihr mir überlassen. Ich glaube, das ist nicht. Ja, scheiß drauf, mach's einfach. Das erste Hilfeteam ist auch immer unterbesetzt. Die könnten sicher Hilfe brauchen, falls noch jemand unentschlossen ist. Das war alles für heute. Okay, Ryuta ist Dreibeinrennen, Okosan Marathon, Sakuya ist Cheerleader. Kuya könnte das erste Hilfezelt leiten. Was mache ich denn hier mal? Darüber muss ich nachdenken. Alles klar. Ja, hier an der Stelle beende ich das Let's Play mal. Und ja, ich sag mal so, wenn es Klicks bekommt, dann spiele ich dieses Spiel weiter, weil das ist ja echt. Das ist ja so ein Troll, dieses Spiel. Alle haut rein, schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer noch. Haut rein.